Hier wird es nun um den nicht idealen, etwas realistischeren Operationsverstärker gehen und ich möchte damit einen invertierenden Verstärker aufbauen. Nun, den Operationsverstärker haben wir kennengelernt. Der sieht ja so aus, nicht? Und der ideale hat ja die Eigenschaft, dass am Ausgang UA V mal UD vorliegt und dieses V gegen unendlich geht und auch der Innenwiderstand, also das, was man sich hier so reinbasteln könnte als Innenwiderstand R, ebenfalls reell ist und gegen unendlich geht. Man kann sich relativ leicht denken, dass das nicht so ist und auch nicht so sein kann. So ist zum Beispiel die Verstärkung hier einem Frequenzgang unterworfen und natürlich das Z auch. Also der Eingangswiderstand hier, sodass man den Operationsverstärker vielleicht besser zeichnen sollte mit einem Ersatzschaltbild, das in etwa so aussieht, plus und da haben wir jetzt ein Z dazwischen. So, und hier die Anschlüsse UD und nach wie vor hier an einem Masseanschluss haben wir hier die spannungsgesteuerte Spannungsquelle. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir hier keinen Innenwiderstand dieser Spannungsquelle haben. Und das, was wir hier jetzt haben, ist ein V' mal UD. Und dieses V', das setzt sich zusammen aus einer Gleichspannungsverstärkung, das ist durchaus das V, das wir da oben haben, aber eben nicht mehr unendlich. Und dann haben wir hier noch einen Frequenzgang, den wir angeben mit 1 durch J, F durch F1. So, dieses F1 ist die Grenzfrequenz und die kann durchaus bei niedrigen, für diese freilaufende Verstärkung, kann die durchaus bei niedrigen Frequenzen liegen, also durchaus im wenige 10, vielleicht wenige 100 Hertz Bereich, wenn das V groß genug ist. Man muss davon ausgehen, dass dieses V selbst bei realen Operationsverstärkern im Bereich von einigen 10.000, Hunderttausenden oder Millionen liegt. Und dann kann es sein, dass relativ schnell das V' hier dann dagegenüber abfällt und wir eine Grenzfrequenz von F1 haben, die im Bereich, wie gesagt, ein oder ja, zwei- oder dreistelliger Frequenzen liegt. So, das Z könnte man ansetzen hier als, ich schreibe es einfach mal so ganz lapidar hin, ein Megaohm parallel mit einem Pikofarad als Kondensator. Also da haben wir jetzt auch, das setzen wir aber gleich nicht so an, da haben wir jetzt auch schon was Kapazitives drin, also auch das hat einen Frequenzgang. Und auf den wird es hier jetzt auch ankommen, um den so ein bisschen anzuschauen, was denn da passiert. So, zeichnen wir das Ganze als invertierenden Verstärker zunächst einmal um und bauen ein Ersatzschaltbild dazu auf. Und so, da haben wir unseren Widerstand R1, der direkt an den Eingang kommt, mit UE. Das Ganze geht auf eine Impedanz Z, die schon genannt war, die Eingangsimpedanz nämlich von dem Operationsverstärker. So, hier finden wir das UD mit bekannten Eigenschaften und dann haben wir den Rückkopplungswiderstand. Ich zeichne den auch so, wie man ihn sonst zeichnen würde. Das kann man natürlich auch etwas anders machen hier, dass man den gleich an das T dran malt und wir finden hier die spannungsgesteuerte Spannungsquelle hier mit V' mal UD. Es ist genau das gleiche wie das, was wir oben auch schon hatten, nur eben vielleicht ein bisschen aufgeräumter. Okay, so, noch Stromstärken einführen, damit man weiß, wovon man redet. Wir nehmen hier mal das IE und hier das I2. So, wie setzen wir das an? Wir könnten jetzt ja relativ leicht ansetzen. Zunächst einmal, was UD eigentlich ist. UD ist nämlich, Quatsch, IE. IE ist nämlich UE minus UD, also der Spannungsabfall über R1 durch R1. Und dann gehen wir in eine Massenstromanalyse hier.
Ja, kann man so machen. Maschen, Strom, Analyse mit den Maschenströmen hier. IE und in dieser Masche hier 2. Schnell angesetzt haben wir in der Masche für IE R1 und Z, das ich noch gar nicht als Buchstaben hier eingetragen hatte. Wir haben in der Masche 2 R2 und Z und gekoppelt wird das Ganze gleichlaufend über Z. So, und dann haben wir hier die Maschenströme IE, I2, die wir daran multiplizieren. Ich möchte das gleiche System komplett aufstellen. Und das Ganze wird jetzt gespeist mit den Quellen UA, hoppsa, UE und UA. Und was jetzt noch kommt, ist, dass wir das UA ausdrücken müssen durch UE bzw. durch UD. Wir wissen, dass das V' mal UD ist und können hieraus auch gleich schreiben, dass wir das UD finden als UE minus R1 mal IE. Und wenn wir das hier gewollt ein bisschen verschieben, dann können wir das einsetzen hier auf dem Anregungsvektor, also UE. Und dann haben wir hier unten V' mal Klammer auf UE minus R1 IE. Nun, da sind jetzt nur wirkliche Anregungen drin, also das UE. Und da ist noch etwas drin, was wir auch schon kennen, nämlich hier IE. Das heißt, das können wir also jetzt in dieses Element der Matrix mit reinbringen. Und dann stellt sich die Matrix etwas anders dar, nämlich als R1 plus Z. Das bleibt das Z hier unten. Halt, das bleibt eben nicht das Z, sondern es muss auch nicht hier hin, sondern es muss hier hin, weil es ja IE ist. Das heißt, wir sind hier bei Z plus V' R1 und der Rest weg bleibt so, der nächste Spaltenvektor bleibt so, IE, I2 und hier haben wir gleich UE und V' UE. Okay, diese Geschichte lässt sich jetzt beispielsweise mit der Cramerschen Regel lösen. Und wir können auflösen nach IE. Mehr brauchen wir auch nicht. Und IE ist gleich. Cramersche Regel ist natürlich, wir setzen hier diesen Vektor hier ein, bilden die Determinante und teilen das durch die gesamte Determinante der Matrix. Also bilden wir diese Determinante hier. Dann ist das UE mal R2 plus Z. Minus V' Z UE durch, so jetzt bleibt noch der Rest, also die Determinante R1 plus Z durch R2 plus Z minus, schreibe es gleich aus, Z Quadrat plus V' R1 Z. Damit ist es schon gegeben. Wir können das Ganze ein bisschen verschönern hier noch. Das mache ich mal in der nächsten Zeile. Also gleich UE mal. Und dann haben wir hier stehen R2 plus Z mal 1 minus V' durch R1, R2. Die Z-Quadrats gehen weg. R1, 2. Es bleibt dann noch plus Z mal R1, den haben wir hier schon und dann haben wir hier, das ist übrigens auch Minus V' und da bleibt auch noch die R1 mal Z, das ist diese die Kombination aus R1 und Z, also das Ganze mal wieder 1 minus V', wie wir es oben schon stehen hatten, plus R2. So, damit ist IE bestimmt. Wenn IE bestimmt ist, können wir aus IE auch UA bestimmen. Daraus folgt, dass UA gleich V' mal, ich schreibe es nochmal aus, UE minus R1 IE ist. Das ist nämlich das UD gewesen. Also gleich V' UE
minus V' UE R1 mal R2 plus Z mal 1 minus V' geteilt durch R1 R2 plus Z mal R1 1 minus V' R2. Okay, das Ganze bringen wir mal auf den Hauptnenner, damit man vielleicht ein bisschen was sieht und es in der Hoffnung, dass es einfacher wird. Also gleich V' mal UE, das können wir mal guten Gewissens ausklammern. Ich lasse einfach mal den Nenner hier stehen und schreibe den nicht nochmal hin. Schreibe aber oben noch das hin, was ich da habe. Also R1, R2, das ist im Prinzip jetzt der Nenner, plus Z mal Klammer auf R1, 1 minus V' plus R2 minus R1, R2 minus R1, Z, 1 minus V'. So, das sieht ja schon mal gut aus. Da kann man sicherlich das eine oder andere wegmachen und das kann man auch. Es bleibt einfach stehen ZR2 oben, so dass wir hier jetzt haben V' mal UE mal ZR2 durch R1 R2 plus Z R1 1 minus V' plus R2. So, das kann man jetzt zunächst mal als Ergebnis, mindestens als Zwischenergebnis mal akzeptieren. Wir müssen jetzt nur ein bisschen Energie darauf senden, das auch zu verstehen. Das Ganze vielleicht nochmal zu nähern. Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier kein V' irgendwie, sondern wir haben das V oder V' geht gegen V und das geht gegen unendlich. Wir befinden uns also im Prinzip in einem DC-Fall oder idealisieren das Gerät jetzt schon wieder. Dann können wir natürlich erstmal raussuchen, was denn jetzt eigentlich hier vor dem V' stehen bleibt. Wir nehmen vielleicht die Regel von L'Hôpital oder was auch immer wir an der Stelle nehmen müssen. Also haben wir jetzt hier UA gleich der Koeffizient vor dem V' oben im Nenner. Der Zähler ist natürlich UE, das bleibt sowieso da stehen und dann bleibt hier das ZR2 stehen und das dividieren wir und wir müssen noch den Nenner nach V' differenzieren. Wenn wir das tun, bleibt da stehen ZR1 bzw. mit dem Minuszeichen eigentlich hier ZR1 und wir sehen sofort, dass das Ganze hier schmerzfrei auf die Darstellung des idealen invertierenden Verstärkers geht. So, spannend. Das hängt nicht von Z ab. Da ich das physikalisch eingeführt habe mit, das ist vielleicht die Gleichspannungs, die Gleichspannung hier, also der Gleichspannungsfall hier, dann kann man das auch durchaus verstehen, dass hier Frequenzgang keine Rolle spielt, auch vielleicht eine kapazitive Überbrückung keine Rolle spielt, aber auch ein Innenwiderstand am Eingang spielt überhaupt gar keine Rolle hier. Das Ganze wird nur dominiert durch die Widerstandsverhältnisse und es geht ganz klar in Richtung des invertierenden Verstärkers. Ich schreibe es nochmal dahin. Eingangsimpedanz des OPV spielt keine Rolle. So, machen wir den anderen Übergang. Sagen wir einfach mal, was ja durchaus berechtigt ist, unser Z hier ist unendlich, also wird sehr, sehr groß. Wir können dieselbe Geschichte machen. Also wir haben dann UA gleich, jetzt müssen wir hier oben nochmal nachgucken, da bleibt V'R2 oben stehen. Und das dividieren wir durch die Ableitung des Nenners nach Z, also R1, 1 minus V' plus R2. Gut, das Strich ist nicht so schön geworden. An der Stelle haben wir ganz klar Frequenzabhängigkeit von V' drin. So, und wenn wir damit umgehen wollen und die verstehen wollen, müssen wir das Ganze jetzt einsetzen. Das machen wir auch einfach. Ich wiederhole nochmal, V' ist gleich V durch
1 plus j f durch f1. Also ua gleich v durch 1 plus j f durch f1 mal r2. Und hier haben wir dann unten stehen r1 mal 1 minus v durch 1 plus j f durch f1 plus r2. So, wir erweitern das natürlich offensichtlich mit 1 plus f durch f1 mal j und werden das dann oben los. Also haben wir hier oben stehen einfach ue, habe ich vergessen, ue mal v mal r2 geteilt durch r1 mal 1 plus j f durch 1 minus v, das können wir hier, die Klammer können wir da weglassen, plus r2 mal 1 plus j f durch f1. Das ist noch nicht wunderschön geklammert bzw. wunderschön hier aufgeschrieben. Wir dividieren nochmal durch v, damit wir das an ein paar Stellen auch wirklich loswerden. Lassen wir das Dividieren mit v zunächst mal sein. Gruppieren wir das nach den 1 plus f, also nach den f durch f1. Also haben wir hier stehen gleich ue mal v mal r2 durch minus r1 mal v plus r1 plus r2 mal 1 plus j f durch 1. So, an der Stelle sieht man jetzt schon so ein bisschen mehr. Noch nicht so richtig rasant viel, weil wir das vielleicht auf die Formel bringen müssen oder die Form bringen müssen, die wir auch vom invertierenden Verstärker im idealen Fall her kennen. Das heißt also, wir müssen hier irgendwie den Koeffizienten isolieren, der da ist, minus ue mal r2 durch r1. Das ist es ja. Das heißt, wir müssen oben das r2 ausklammern. Das ist relativ einfach. Und unten müssen wir das r1 ausklammern. Das kriegen wir auch noch hin. Wir gehen dann weiter vor, indem wir hier auch das v noch durchdividieren, damit wir das auch loswerden. Das heißt, es bleibt hier also stehen die 1 minus und dann müssen wir jetzt durch r1 plus r2, kleineren Stift nehmen, durch v mal r1 mal 1 plus j f durch f1. So, was vielleicht noch etwas störend sein könnte an dieser Stelle ist, dass wir jetzt den Imaginärteil und den Realteil noch nicht sauber getrennt haben. Das machen wir im nächsten Schritt. Also gleich minus ue mal r2 durch r1 mal 1 durch 1 minus r1 plus r2 durch v mal r1 mal 1 durch 1 minus jf durch f1 mal, jetzt müssen wir erstmal noch das da stehen lassen, was wir hier jetzt schon oben stehen hatten, also r1 plus r2 durch v mal r1. Es fehlt noch das, was wir ausgeklammert haben, also mal eigentlich durch 1 minus r1 plus r2 durch v mal r1 hoch minus 1. Das ist jetzt ein bisschen Buchstabengeschubse gewesen, aber jetzt haben wir es insgesamt alles getrennt. Das heißt, wir stellen fest, wir haben hier an der Stelle den Einfluss oder genau die Eigenschaften des invertierenden Verstärkers. So, jetzt haben wir hier an der Stelle einen Modifikator für auch noch Gleichspannungsverstärkung, der davon abhängt, was V macht. Kann man sehr schnell sehen, wenn V sehr groß wird, dann geht das weg hier. Und wir haben hier ganz hinten an der Stelle den Frequenzgang. Nach wie vor ein Tiefpass erster Ordnung.
Allerdings haben wir jetzt hier eine andere Grenzfrequenz. Das heißt, das, was vorher 1 war, ich schreibe das mal isoliert hin hier und auch gleich in dieser Farbe, damit man das zuordnen kann. Also das, was vorher F1 war, wird jetzt zu, es modifiziert sich natürlich ein bisschen, F1 natürlich. Mal, ich kann jetzt leicht den Kehrwert bilden, weil ich schon so schön hingeschrieben habe. 1 minus R1 plus R2 durch V mal R1 durch R1 plus R2 durch V mal R1. Und das mache ich das Ganze noch ein bisschen einfacher. Also ich kann das einfach mal durchdividieren. Also F1 mal V mal R1 durch R1 plus R2 minus 1. So, das heißt also letztlich auch hier, die Grenzfrequenz ändert sich und zwar steigt sie. Grenzfrequenz steigt. Wir nehmen einfach mal an, und das ist durchaus realistisch, V mal R1 durch R1 plus R2 ist sehr viel größer als 1. Dann können wir nämlich die minus 1 an dem Ende da weglassen. Jetzt sagen wir auch noch mal, das ist jetzt natürlich grob, wir sagen einfach mal, R2 ist auch noch sehr viel größer als R1. Das macht bei Verstärkern, sagen wir einfach mal, ein Verstärker hat mindestens Verstärkungsfaktor 10, das heißt, das Verhältnis der Widerstände ist 10 zu 1, also R2 ist 10 mal so groß wie R1, da kann man schon sagen, das ist sehr viel größer. Das ist jetzt kein Unendlichkeitsübergang, aber sehr viel größer ist es durchaus. Dann wird nämlich dieser Faktor hier zu V mal R1 durch R2. Und da drin steht nämlich genau hier wieder zu erkennen der inverse Verstärkungsfaktor des invertierenden Verstärkers und hier das V. Das heißt also, die Grenzfrequenz verschiebt sich tatsächlich in dem Maße, wie sich auch die Verstärkung hier ändert oder die Verstärkung eben durch das R1, R2 reduziert wird gegenüber dem, was wir an V hatten. Wir schauen uns in einer Simulation an im Octave, wie das Ganze sich wirklich darstellt. Die Simulation dieser invertierenden Verstärkerschaltung mit einem real existierenden oder als reeller angenommenen Operationsverstärker wird in Glue Octave ausgeführt. Das kann man auch problemlos in MATLAB machen. Die wesentlichen Unterschiede sind hier, dass das Kommentarzeichen im MATLAB zwingend das Prozentzeichen sein muss. Im Octave geht der Lattenzaun, der sogenannte. Man findet hier jetzt den Editor offen. Ich habe hier eine Funktion angelegt, die nennt sich OPV Inverse, also für den invertierenden Verstärker auf Basis des Operationsverstärkers. Dann wird die Control Toolbox geladen, das Package Control wird geladen. Hier werden die Grenzfrequenz und die Gleichspannungsverstärkung sowie die Widerstände R1 und R2 angelegt, die wir eben schon gesehen haben. Hier wird der Eingangswiderstand, die Eingangsimpedanz definiert, dessen Grenzfrequenz berechnet und hier wird aus der Control Package, aus der Control Toolbox eben die Frequenzvariable f isoliert, die jetzt hier für TFS ist. Das ist eigentlich eine Laplace-Bereichsdarstellung, die ich hier so ein bisschen missbraucht habe. Wir definieren in dem Sinne hier die Impedanz, den Frequenzverlauf der Impedanz mit 2 Pi f mal c, beziehungsweise hier auch den V-Verstärkungsverlauf, bauen daraus die Gesamtverstärkung auf, die wir eben berechnet haben. Und machen jetzt ein Bode-Diagramm. Wir ändern hier noch das Label in Frequenz in Hertz. Da ist es nämlich eigentlich in Rad pro Hertz. Das habe ich aber missbraucht, im Prinzip durch dieses 2π an der Stelle ausgeführt. Ergibt sich dieses Ergebnis als Bode-Diagramm. Wir sehen im oberen Bereich den Frequenzverlauf. Und zwar sehen wir hier zunächst den Frequenzverlauf der einfach freilaufenden Verstärkung des Operationsverstärkers. Das geht hier in die gute 90 dB Spannungs- respektive Leistungsverstärkung hoch. Wer mehr zum Thema dB wissen möchte, schaut sich bitte mein Video zum Thema dB an. So, hier haben wir jetzt eine Verstärkung von 0 dB, also Verstärkungsfaktor von 1 eingestellt. Das ist geschuldet dem Widerstandsverhältnis hier. Beide Widerstände sind gleich. Ich wollte nämlich genau das darstellen hier. Und wir sehen, dass das zunächst ein sehr flacher Verstärkungsverlauf ist, während diese Kurve sehr schnell abknickt, hier schon bei 100 Hertz circa abknickt.
Das ist die Grenzfrequenz. Und bei etwas über 1 Megahertz, circa 2 Megahertz, treffen die beiden nahezu aufeinander und laufen dann parallel, eigentlich sogar aufeinander, weiter nach unten. Der Phasenverlauf ist hier unten dargestellt. Entscheidend ist als Parameter für den Operationsverstärker, was er denn als Einheitsverstärkung leisten kann. Und das ist hier etwa 1,5 Megahertz Bandbreite, die eben auch im Datenblatt gegeben ist. Nun wollen wir natürlich den Operationsverstärker so nicht nutzen. Das wäre jetzt ja schlichtweg nur ein Impedanzwandler, wenn man so will. Vielmehr eigentlich gar nicht. Wir wollen den natürlich als Verstärker nutzen. Und da stellen wir jetzt auch einfach mal andere Widerstandsverhältnisse ein, zum Beispiel 1 Kiloohm zu 10 Kiloohm, und bekommen dann eine Spannungsverstärkung vom Faktor 10 bzw. 20 dB hierhin, was man hier eindeutig sieht. Auch das läuft natürlich dann bei einer wesentlich geringeren Frequenz hier, laufen die beiden aufeinander, und schon bei einigen 100 Kilohertz, das sind hier 300 Kilohertz, knickt die Kurve ab und die Verstärkung nimmt merklich ab. Wir können das Ganze noch etwas höher drehen, indem wir hier beispielsweise einen Verstärkungsfaktor von 100, Spannungsverstärkungsfaktor von 100 eingeben, was sich in 40 Dezibel niederschlägt. Man sieht auch hier die Linie und man sieht ganz klar, dass hier schon bei wenigen Kilohertz, das sind jetzt 2, 3, 4, vielleicht 5 Kilohertz, die Verstärkung des invertierenden Verstärkers merklich abnimmt. Der wäre jetzt also noch verwendbar im unteren Audiobereich, so für reine Telefonie beispielsweise könnte man den noch verwenden. Für Musikübertragung wäre dieses System, dieser Verstärker schon nicht mehr geeignet. Man müsste dann vielleicht zwei von den Verstärkern hintereinander bauen, die eine höhere oder niedrigere Verstärkung haben, dann in der Summe aber doch die gleichen 40 dB bringen.